Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück hier bei Adobe Live am Freitag um 11. Und heute an meiner Seite ist der Grafikdesigner und digitale Künstler Martin Naumann. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Hey, mir geht's gut. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Das freut mich zu hören. Ja, heute wieder ein sehr interessanter Stream. Es geht um gitterbasierte Logos, so steht es im Titel. Was das genau bedeutet und was da alles dahinter steckt, das sehen und hören wir sicherlich gleich. Aber bevor es losgeht, erstmal ein schönes Guten Morgen und Hallo, Mahlzeit, Grüß Gott, Servus an alle, die im Chat dabei sind. Unter anderem sehe ich hier schon, warte mal, da haben wir den Thomas und die Tammy und Stefan und Sean und Ruth und Reinhard und Galena und Andreas und noch alle anderen, die noch gar nicht Hallo gesagt haben im Chat. Denn wenn euer Name gerade nicht erwähnt wurde, dann liegt das daran, dass ihr entweder auf YouTube zuschaut, dann sehen wir den Chat nicht, oder ihr habt noch nichts im Chat geschrieben, dann sehen wir den Namen auch nicht. Also schreibt was rein und zwar auf den Chat, in den Chat auf Behance, die URL blende ich euch natürlich ein, da ist sie, und dann sehen wir euch auch. Und können Hallo sagen, sagt uns einfach, wo ihr herkommt. Das ist immer ein guter Anfang. Alles klar. Weg damit. So, hätten wir das Wichtigste geklärt. Martin, erklär doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du und was möchtest du heute zeigen, tun, erzählen? Ich bin Digitalkünstler und Grafikdesigner. Und spezialisiert bin ich eigentlich auf mittlerweile so auf so eine Richtung Generative Art, weil ich arbeite auch viel in Richtung Branding, Logo Design, teilweise Typografie. Und das will ich heute auch ein bisschen zeigen. Also rasterbasiertes Logo Design und Schriftdesign. Ich meine weniger das Textschriften, sondern eher Headline-Schriften oder eher abstraktere. Genau, und da würde ich heute gerne mal einen kleinen Einblick geben, wie ich so arbeite und wie ich da rangehe. Du hast ja ein wahnsinnig gut aussehendes Portfolio mit richtig tollen Arbeiten. Vielleicht fangen wir mit denen einfach mal an. Wir können ja mal eben rüber einen Blick auf dein Behance werfen, wenn du möchtest. Ja, gern. Können wir gerne machen. Seht ihr meinen Screen? Jetzt sehen wir ihn. Jetzt, genau. Mein Behance passt auch ganz gut heute. Wollen über Logos reden. Vor 2 Tagen wurde ich bei euch gefeatured wieder. Herzlichen Glückwunsch. Können wir auch gleich mal reingucken. Also ich, ja, klar. Man sieht hier viele, viele bunte Projekte. Darum geht es heute mal nicht. Es geht heute wirklich nur um Logos quasi. Und hier sieht man schon ein bisschen Stil. Also ich mag es halt gern sehr geometrisch, sehr technisch ranzugehen an Logos. Ich benutze gern sehr, sehr deutliche, sehr, sehr klare geometrische Formen. Also man sieht auch auf diesen 45-Grad-Winkel, den ich öfter benutze, sehr, sehr harte Kanten oft, sehr bold irgendwie. Ich versuche auch mal gern, gerade bei Symboliken, da gehe ich später nochmal genauer drauf ein, wie ich da rangehe. Hier zum Beispiel sieht man gut diese, was ich auch gern mache, so Symboliken irgendwie vereinen oder Monogramme irgendwie basteln aus verschiedenen Symbolen. Hier zum Beispiel diesen Buchstaben R, das kleine R. Ja. Der C, Raw Concept. Ein recht einfaches Zeichen, aber es kommt rüber, die Message. Ja, ich wollte gerade sagen, nur weil es ein Anführungsstrichen einfaches Zeichen ist, heißt das ja nicht, dass es einfach zu bauen ist oder einfach zu auszudenken, nenne ich es mal. Zu designen. Das ist ja die Herausforderung, ne? Ja. Genau. Weil je weniger Elemente, desto besser müssen die halt sitzen. Wenn du nur einen Strich machst, dann muss der halt perfekt sein. Das stimmt.
Also es ist halt die Kunst bei Logo Design, ist ja bekannt, so wenig, mit wenig viel zu sagen. Und ja, das ist gut, mit wenig viel zu sagen, ja. Und hier ist, also das ist das Projekt des Logos Marks 2021, also das sind halt die aktuellsten Logos, die ich gerade gemacht habe. Hauptsächlich sind es nur Konzepte eigentlich, die wurden, glaube ich, nur zwei, die offiziell verwendet werden. Aber ich wollte es trotzdem gern veröffentlichen, weil, keine Ahnung, es ist halt Arbeit von einem, die man selber, auf die man trotzdem irgendwie stolz ist, möchte man ja trotzdem teilen. Mhm. Ich scroll einfach mal ein bisschen durch und zeige mal. Hier ist auch was ich gern mache, diese Ambigramme. Also es ist quasi 180 Grad gedreht, funktioniert das immer noch. Funktioniert bei Monogrammen und kurzen Logos immer recht gut. Ich sehe auch hier so dieses... Im Chat hier, die Ruth schreibt auch, sauber konstruierte Logos. Ach, das sehe ich gerne. Ja, Ruth, dann wird der Stream heute genau das Richtige für dich sein. Ja, und, ja. deswegen... Ich sehe auch gerade noch ein paar neue Leute im Chat dabei, die wir noch nicht gesehen haben. Thomas Betting und Valentine Gräfer. Willkommen. Du hast also, diese Logos, sind die jetzt alle kürzlich entstanden? Oder die hast sind du die jetzt aus, zusammengesucht? Die sind Anfang des Jahres, habe ich, also seit 2021 sind das gesammelte Werk jetzt hier. Oh, das ist auch nur Part 1. Also es kommen noch mehr. Eine ganze Menge von wegen in der Zeit. Ja, okay. Ja, es ist aus zwei beziehungsweise drei Projekten entstanden, also von drei Klienten. Mhm. Und hier sind auch zwei meiner Lieblingslogos in diesem für Bounce House. Ist, glaube ich, ein Event, also so eine Art Club war das, glaube ich. Und hier habe ich quasi überlegt, was könnte man machen, irgendwie Bounce, also man könnte springen, aber wie drückt man symbolisch aus? Und dann habe ich halt die Typografie so springen lassen, dass sie aussehen wie ein Haus. Fand ich eine ganz coole Idee, der Kunde nicht. aber darum geht es ja auch nicht. Ein bisschen schwierig zu lesen, könnte maximal das Problem ja, ja, sein, das ne? ist wie gesagt, ja. Meistens sind es auch Spielereien so und man möchte das dann selber nochmal ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, darum geht's ja auch nicht. Manchmal sieht man es dann doch erst, wenn man es ausprobiert hat. Das ist dann das typische Kundenproblem. Ich weiß, ich weiß, was ich will, wenn ich es sehe. ja. Das ist auch cool. Ja, und noch sehr reduziert, also wirklich nur Schatten und so ein Haus, ganz einfach konstruiert. Funktioniert auch super gut, finde ich. Ja. Und das war es auch schon für das Projekt. Gut, das eine Menge. Können noch mal reingucken in... Ach genau, mein Personal Branding. Da habe ich auch wirklich sehr, sehr lang dran gesessen. Also man sieht ja auch schön gerade Linien wieder. Schön geometrisch aufgebaut. Ich gehe später noch mal in das Projekt rein, in das Illustrator-Projekt. Und zeige nochmal ein bisschen mehr davon. Aber die Idee hier war auch quasi diese Schnittmenge von, also mir war halt wichtig, meine Initialen zu verwenden. Ich mag die Buchstaben irgendwie. Mhm. Und sollte aber irgendwie auch rein visuell ausdrücken, so was ich als, ich sage jetzt mal, Künstler mache, so in welche Richtung das geht. Und hier habe ich einmal diese Idee, also das Konzept, quasi, dass die Schnittmenge von beiden M und N, bisschen abstrahiert, das Symbol ergeben. War auch die Idee von meinem von vorherigen Logo, zeige ich dann nochmal. Und die Formsprache war mir auch hier wichtig, dass es halt einmal dieses Muster drin ist, was sowohl bei den Logos, die ich mache, als auch bei vielen Artworks irgendwie ein Teil ist, also es ist sehr musterlastig. Bold, also es ist immer sehr ausdrucksstark, irgendwie kräftig, was ich mache. Und organisch, also quasi dieser Mischung aus technisch und organisch, rein visuell versuche ich immer sehr viel mit zu spielen, dieses Sci-Fi-Look. Und fand ich in dem Logo ganz gut getroffen hier, deshalb habe ich dann auch verwendet. Hier sieht man nochmal das Grid. Ich weiß noch nicht, wie viele sich aus dem Chat zum Beispiel damit auskennen oder ihre Logos Grid-basiert machen. Kommen wir ich mache das fast. Sagt mal im Chat, wenn ihr Logos gemacht habt oder wenn ihr eigene Logos habt, sind die auch ähnlich wie... wie sowas entstanden oder habt ihr da was ganz anderes gemacht? Könnt ihr mal reinschreiben. Und das ist auch das Logo, was wir im Thumbnail schon gesehen haben. Und ich vermute mal, dieses Gitter, wenn man das Logo einfach so sieht, dann wird man nicht direkt auf die Idee kommen, aha, gitterbasiertes Logo. Aber es macht ja doch eine gewisse Sauberkeit, eine klare Sprache. Ach, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist sehr aufgeräumt. Ja. Mir fehlen die Worte.
Du weißt doch bestimmt, was ich meine. Ja, ja, also es ist ja wirklich kein Zwang, irgendwie Raster zu verwenden als Logo-Designer. Aber ich mache es halt gern, weil einerseits ist so ein schöner Seiteneffekt, dass Parallelen und entstehen automatisch irgendwie, also wenn man so selben gleichen Winkel verwendet. Und das wirkt dann irgendwie aufgeräumter, also ganz automatisch. Und das Zweite ist, dass es halt einerseits so eine Designerkrankheit, glaube ich, ich gucke auch bei vielen fremden Logos, wenn man es gar nicht so hat, drauf, wie die aufgebaut sind, was einfach interessant für mich ist. Aber Großteil ist es, man bräuchte dafür natürlich kein Gitter, man kann es auch bei Hand machen. Aber ich bin immer davon überzeugt, auch wenn man das für spätere Zwecke verwenden will oder irgendwie zum Beispiel mal eine Animation bauen will, wo man das aus geometrischen Objekten aufbaut, macht es schon Sinn, das so konstruiert oder zu konstruieren, genau. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ein unglaublicher Kundenberuhiger, wenn du in der Präsentation drin hast, guck mal hier, ich habe dabei was gedacht, das ist nicht nur rein zufällig entstanden. Ja, also einerseits auf der Sinnebene natürlich, auch aus der Konstruktionsebene, also ist halt so ein Indikator für so sauberes Arbeiten ein bisschen. Wir haben auch gerade schon die ersten Rückmeldungen aus dem Chat. Eigene Logo, das ist die schlimmste Herausforderung. Und ja, alte Schule, also ja, mit Gittern. Oder hier, ich mache mir meistens erst einmal analoge Scribbles. Natürlich erst im Kopf eine Idee entwickeln oder hier eine sich durchziehende Regel beruhigt ungemein. Ja, genau, das meine ich damit. und ich sehe auch hier, du hast eine ganze Menge Mockups reingebracht. Das ist auch eine super Sache, um das Logo zu präsentieren. Dann ist es nicht so isoliert auf weißem Hintergrund. Hast du dann auch taucht dieses Logo auch in solchen Sachen auf? Hast du Sticker, Aufkleber und alles produziert? Tatsächlich noch nicht. Ich habe es immer mal vorgehabt, aber. Also ich habe mein Logo halt letztes Jahr erst geändert. Ich ändere das fast jedes Jahr, aber ich glaube, das behalte ich jetzt ein bisschen länger. Ich bin immer schnell gelangweilt von sowas und deshalb. Und ich finde auch als Künstler, Designer darf man das eher als wenn man jetzt Brand ist, ein bisschen ambivalent sein. Aber genau, damit bin ich jetzt echt zufrieden und habe auch eine Weile dran gesessen. Ich glaube, es ist bestimmt ein Jahr, seit ich die ersten Würfe gemacht habe. Und was man sagen wollte, genau diesen, also ich fange auch oft an zu scribblen erstmal, aber ich habe mich teilweise daran gewöhnt, nur digital zu arbeiten, weil wenn man irgendwie schon weiß, wie man das scribblen würde, dann kann man es auch eher im Digitalen dann denken. Aber ich habe mich daran gewöhnt, das viel im Digitalen zu lösen dann später. Und genau, wo ich auch mal reingucken wollte, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, als ich auf das Thema gekommen bin. 36 Days of Type. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele es kennen. Vielleicht aus dem Chat. Das ist schon relativ bekannt. Es ist schon, falls jemand das nicht kennt, einfach mal in den Chat reinschreiben und erklären das mal kurz. Genau. Hier war mein Anspruch. Einerseits, also ich habe halt diesen Stil durchgezogen durch die ganze Serie. Das ist so die Gemeinsamkeit. Also bei 36 Days geht ja darum so, erstmal darum, Buchstaben zu designen, so ein bisschen experimentell. Und wenn man will, kann man halt eine Serie draus machen. Und ich habe das halt letztes Jahr gemacht. Und habe halt, einerseits wollte ich eine Serie, die irgendwie schlüssig ist, aber auch Buchstaben, die irgendwie, weiß nicht, die ich noch nicht gesehen habe, die irgendwie verrückt sind, die spielerisch sind, die irgendwie spannend sind. Und habe dann wirklich einfach von den Buchstaben aus probiert, mit Serifen, mit Formen, mit verschiedenen Stilmitteln gespielt, wie man das irgendwie, keine Ahnung, was man dann alles machen könnte mit. Deshalb sind halt 36 Buchstaben und Nummern entstanden, die komplett unterschiedlich sind in der Serie und die auch irgendwie, die könnten irgendwie alle Basis für eine Schrift sein, wenn man Lust hat, eine Schrift zu machen. Natürlich, ja, ich meine, die Buchstaben an sich jetzt fällt ein bisschen schwer, bei dem Effekt wegzudenken. Wie hast du das überhaupt gemacht? Ist das mit dem Gitterverlaufswerkzeug? Nee, das ist das habe ich in einem anderen Programm gemacht, nicht in Photoshop. Okay. Dafür sind die, also es ist halt dieser generative Ansatz, den ich verfolge, da ist Photoshop einfach nicht das Tool für. Okay. Es ist eher so Richtung Creative Coding ein bisschen. Weil ich mich gewundert, es ist ja doch ein sehr ungewöhnlicher Stil. Ja, das ist irgendwie so mein Stil geworden mittlerweile ein bisschen. Ja, klar. Aber heute geht es mal nur um die Buchstaben, die werden immer, also alle reden immer über den Effekt, aber ich finde immer,
Ich saß viel länger an den Buchstaben. Ja, als den, die Buchstaben sind halt flashy. Das ist halt so. Ja, ja. Aber, ja, aber man vergisst dann immer genau. Aber ja, es ist ja sehr explorativ, einfach Spielereien quasi. Mhm. Das Projekt ist gar nicht so groß, zeige ich auch später in Illustrator mal, wie ich es gemacht habe. Man sieht auch schon irgendwie, ich glaube, das ist recht charakteristisch für mich, dass ich immer irgendwie grid-basiert, aber dann doch Rundungen gern wieder. Ich verwende fast auch nur Kreisausschnitte und gerade Linien. Und daraus bastle ich dann fast alles. Ist ja auch immer so eine Sache, wenn man eine konsequente Regel durchzieht, dann fällt das umso mehr auf, wenn dann bestimmte Bereiche von dieser Regel abweichen. Dann kann man damit sicherlich Akzente setzen. Ja, genau, also Regeln, es ist immer auch gut, irgendwie Regeln aufzubauen, die dann irgendwie zu brechen. Das ist so ein charakteristisches Merkmal, hat gerade in Logos zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, man kriegt schon einen guten Eindruck, so wie ich denke. Was ich gerne mache. Und nachher hier noch eine Übersicht. Also sind wirklich alle ziemlich variabel, sowohl Farben auch Formen. Aber das war auch ein bisschen mein Ansatz bei dem Projekt. Und falls ihr gerade mehr von den Sachen sehen möchtet, dann könnt ihr gerne im Info-Tab, der befindet sich über dem Chat, da ist ein Tab, da ist Info, draufklicken und dann könnt ihr direkt dem Behance-Profil folgen. Und falls ihr den Info-Tab nicht seht, dann liegt das daran, dass ihr auf YouTube zuschaut und dann müsst ihr auf behance.net/adobelive kommen und dann seht ihr das auch. So, okay. Genau, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Klar. Oder jedes Like, natürlich. Was ich hier noch zeigen wollte, ist auch, das habe ich vor 2 Jahren, 2019 war das, da habe ich damit angefangen eigentlich. Das war das erste Mal, wo ich wirklich mit Adobe Illustrator solche Sachen, also wirklich, ich sag mal, ausgerastet bin, was Buchstaben angeht. Genau, hier habe ich angefangen, quasi auch so ein ähnlicher Effekt, aber wirklich einfach nur Buchstaben und so lang verfremden oder mit rumspielen, bis man gerade noch den Buchstaben erkennt. Einfach um es irgendwie spannend zu machen. Und die ist auch recht gut angekommen, die Serie. Und passt auch, also ich glaube, dieser Metalleffekt, der passt auch gut. Und ist auch wichtig zu wissen, wie man sowas konstruiert, dass so ein Effekt halt gut zur Geltung kommt. Ja genau, wenn du vorher schon weißt, in welche Richtung das gehen soll, dann kannst du wahrscheinlich auch bestimmte Kanten und ähnliches bereits im Designprozess mit berücksichtigen. Genau, also hier zum Beispiel war es wichtig, so Rundungen zu verwenden, weil mit dem Effekt sieht man bei Rundungen halt extrem schön, wie die Farben und die Kontraste zur Geltung kommen. Und da habe ich halt viel mit Kreis Form gespielt und mit dem Kontrast zu Ecken und Rundungen. Genau. Müssen Sie jetzt nicht alle mal angucken. Wenn du auch gerne mal reingucken in die, Dokumente und Projekte rein. Weil das interessiert mich jetzt schon mal sehr, wie das Ganze aufgebaut ist. Oha! Ach du das meine Güte. Warte mal kurz, bevor wir überhaupt loslegen. Was ist das denn? Also das ist mein Artboard für diese 36 Days of Type gewesen. Da habe ich wirklich versucht, einfach nur, also so lege ich fast jedes Projekt an. Das ist komplett ungeordnet eigentlich. Und das wächst dann so organisch. Oh ja, okay. Da kannst du fast das ganze Artboard schon ausdrucken und als Kunstwerk verkaufen. Das ist ja unglaublich. Warte mal, aber ich habe noch 2 andere zu sagen. Oha. Oha. Okay, das heißt, wie fängst du jetzt an? Du hast dir gesagt, okay, ich will jetzt ein A, weil wir es gerade da sehen. Wie fange ich mit dem A an? Hast du dann einfach irgendwie irgendwas losgelegt? Hast du erstmal ein Gitter angelegt? Oder wie, was, wo? Ich brauch mal einen Ansatzpunkt, wo du anfängst. Ja, gerne. Also Gitter, ich benutze meistens dieses, ich weiß nicht, ob man es sieht im Screen, das Standardraster, was man in Illustrator hat. Das kann man mit Comment kleiner als ausblenden, einblenden. Mhm. Und das ist halt so, man hat diese 8 Kästen hier, also 8 Einheiten. Das kann man auch oben stellen, aber ich benutze meistens das, weil es gut zum Teilen ist.
Und dann, also meistens, wenn ich zum Beispiel Buchstaben design, dann gehe ich, das, was ich meistens mache, ist, oder was ich sowieso oder oft mache, oder viel Zeit damit verbringe, so Inspiration sammeln. Das kann ich auch jedem ans Herz legen. Also umso mehr man gesehen hat, umso mehr zum Beispiel Arts ich gesehen habe, oder umso mehr Schriften ich kenne, umso mehr kann ich irgendwie neue Ideen entwickeln oder mehr komme ich auf neue Ideen. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, so viel du gesehen hast, umso mehr auf so mehr Ideen kommst du dann später. Und natürlich ist Inspiration suchen auch erster Schritt. Also ich verbringe dann teilweise Stunden auf, keine Ahnung, Instagram, Pinterest, Behance, wenn ich so ein Projekt, ein Logo-Projekt angehe. Einfach zu gucken, wie machen das andere, wie kann man Buchstaben ausdrücken, wie ja, spielt man mit solchen Formen. Mhm. Oder natürlich zu versuchen, es zu kopieren, weil das ist, kann ich mir ganz schwierig vorstellen, wenn du eine coole Idee findest und sagst, ah, das will ich auch, dann musst du halt irgendwie was finden, dass es anders ist, aber eben doch. Ja, ist halt ein bekanntes Problem. So kopieren ist halt, mache ich wirklich nicht oder ungern. Am Anfang habe ich es, ich glaube, hat jeder gemacht am Anfang. Oder wenn man mit sowas wie Design anfängt, dann, keine Ahnung, liegt es halt immer einfacher, was zu nehmen, was schon da ist. Wie war das Stil der Gnartist? Ja, genau. Aber mittlerweile, keine Ahnung, also irgendwann kann man dann einfach nicht mehr sagen. Wahrscheinlich glaubt man ja irgendwie alles zusammen, was man in seinem Kopf hat, aber man kann es nicht mehr zuordnen. Aber wenn du es halt dann irgendwie neu interpretierst, neu kombinierst oder eben neue Sachen zusammenbringst, genau, dann ist es ja wieder legitim. Genau, man muss ja irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen oder einfach was zu verändern. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch viele Sachen gelernt, indem ich sie einfach nachgemacht habe und dann teilweise nicht veröffentlicht, sondern einfach nur nachgemacht oder auch Logos oder Schriften und dann einfach selber damit weiterspielen. Also wie kann man eine Schrift zum Beispiel aus, wenn ich jetzt ein Monogramm habe, das ich irgendwie cool finde von irgendeinem Brand, versuche ich vielleicht daraus einfach mal eine Schrift zu entwickeln und sehe, was da rauskommt. Was ich hier gerade mache, also zum Beispiel versuche ich am Anfang meistens die Buchstaben einfach mal auszubauen, ganz, ganz einfach geometrisch. Mhm. Und dann einfach rumzuspielen mit den Dicken, mit den Kontrasten, bis ich irgendwas Spannendes habe. Viel versuche ich dann auch mit irgendwie Aussparungen zu experimentieren. Und ich sehe gerade noch im Chat noch ein paar Nachrichten. Da geht es darum, dass die 8 deswegen gut ist, sagt der Sam J, weil man gut halbieren kann und vierteln kann oder achteln sogar. Und Ruth sagt noch dazu, dass die 12 auch ganz gut ist in der Beziehung. Ja. Das mache ich gerne bei, wenn man bei Design-Layouts dieses vertikale Gitter hat mit den Spalten, da sind 12 immer ganz gut. Man kann es noch dritteln. Naja. Ja, gut. Das stimmt. Das mache ich auch ab und zu mal. 12 ist vielleicht dann doch ein bisschen viel, weiter nicht. Ja, weil 12 ist gut, dass es so durch 3 teilbar ist. Das ist ganz nützlich sein. Durch 6, durch 4, durch 3, durch 2, durch 1, logischerweise. Und durch 12. Aber hier ist jetzt, also ich, so würde ich jetzt zum Beispiel an so einen Buchstaben rangehen. Ich spiele einfach rum mit Aussparung, Symmetrie. Wie lasse ich die Form enden irgendwie? Wie schließt es ab? Was ich auch gerne mache, ist dann immer noch mit den Rundungen spielen, ja. Das heißt, es war jetzt einfach so, gucken, was funktioniert und dann, wenn es einfach nicht funktioniert, dann nochmal was anderes probieren. Das war jetzt nicht wirklich, dass du jetzt schon bereits am Anfang wusstest, aha, oben fetter Strich, dann schräg, dann gerade. Das wusstest du jetzt sozusagen. Das ist davon. Einfach nur, das ist einfach nur rumspielen. Und ich lösche eigentlich nie was. Also das sieht man, glaube ich, hier ganz gut. Ja. Ich fange dann immer dran an, wenn ich was okay finde und irgendwie zufrieden damit bin, aber nicht ganz, dann kopiere ich es und mache an dem nächsten weiter. Und so entstehen halt diese riesen Wolken an Symbolen und Buchstaben. Ja, das ist auch ganz gut. Da sieht man sozusagen die Entwicklung von dem Startpunkt zum Ende. Und dann kannst du vielleicht sagen, oder falls du jetzt nicht selbst der Kunde bist sozusagen, sondern der Kunde ist der, oder ne, die was sind Kunden, dann können die vielleicht mal sagen, hey, wir finden das auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie machst du das denn? Präsentierst du dann auch alle diese, wenn ich das B gerade hier sehe, würdest du diese 6 Bs noch präsentieren oder würdest du von denen welche aussuchen? Würdest du nur eins präsentieren, wenn das jetzt ein Logo wäre, sag ich mal? Wenn das ein Logo wäre, also ich gehe ähnlich daran an das Design. Wenn das ein Logo wäre, dann mache ich es meistens so, dass ich, also es sind ja trotzdem irgendwie so Konzepte, also das ist ja so mehr oder weniger dasselbe Konzept hier. Und versuche dann wenige Konzepte, also früher habe ich immer so
10, wenn viele dabei rausgekommen sind, aber die dann teilweise nicht komplett unterschiedlich sind. Mittlerweile versuche ich es so auf 3, 4 zu reduzieren, weil es auch für den Kunden meist einfacher ist, wenn er nicht so viele Konzepte hat. Sonst riskierst du am Ende noch von wegen, wir finden das von dem gut und das von dem gut, kombiniert auch. Mach doch mal. Ja. Ja, man muss dann irgendwie so eine klare Linie finden und dann weniger ist da wirklich mehr. Mhm. Da habe ich auch festgestellt. Und wichtig ist auch so die Erzählung, zu dem, also wie man, wenn man es präsentiert, so ein bisschen wie man es bei meinem Personal Branding jetzt gesehen hat, mache ich das auch. Also ein bisschen herleiten, so wo kommt die Formsprache her, was für eine Bedeutung hat das oder welche Symbole finden sich darin. Mhm. So ein bisschen schmackhaft machen, warum das überhaupt ein gutes Logo ist. Ja, und ich sehe gerade hier, Ruth schreibt noch, ich schiebe die immer über den Rand, die Logos, das Universum ist hinter der Zeichenfläche. Ja. Ich ziehe die Zeichenfläche immer so groß wie möglich, damit ich Platz habe und dann wird es voll gemacht. Ist ja beruhigend, denn im letzten Update oder im vorletzten Update war die Zeichenfläche jetzt ja auch noch viel größer als zuvor. Das heißt, kannst du alles reinpacken. Noch mehr Platz. Und hier ist noch das ist zum Beispiel ein Klientenprojekt. Ach du meine Güte. Wurde leider gecancelt, aber dafür sind halt viele fürs Logofolio rausgekommen. Genau, Before It's Gone, das war so eine Art Fashion-Brand, würde ich sagen. Und hier habe ich einerseits Monogramm gespielt, also B.I.G. Und der Wortmarke. Wirklich einfach rumprobiert, also auch jetzt mal ohne Raster kann man natürlich auch alles machen. Und ich habe dann nur versucht, eine eigene Schrift oder eigene Schriften zu konstruieren. Und natürlich auch alles, was man sieht hier, auf diesem Raster, Basisraster aufgebaut meistens. Mhm. Also einerseits kann man natürlich, wenn man jetzt so einen Buchstaben designt, den mit dem Zeichenwerkzeug einfach zeichnen. Ist aber eher ein bisschen komplizierter, deshalb baue ich das meistens auch so Blöcken und Einzelteilen. Und gibt es noch ein paar so Tricks und Kniffe, ich kann noch ein paar zeigen. Also wenn ich jetzt, was ich auch oft mache, ist, bauen wir einfach mal ein B nach. Mhm. Dann würde ich jetzt zum Beispiel so rangehen, dass ich so anlege, dass ich nachhinein noch viel verändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Form habe, dann kann man mal recht wenig verändern daran. Deshalb baue ich es meistens so auf, dass ich jetzt hier zum Beispiel die Rundung einbaue. Und mit dem zweiten mache ich das ähnlich. Aber ich sehe halt oft auch geometrische Schriften und Formen oder Logos, zum Beispiel auf Pinterest, Behance. Hm. Aber ich sehe es eher selten, dass damit so Sachen gemacht werden wie so Schleifen oder so untypische Formen, die man jetzt nicht geometrisch aufbauen würde. Ja. Oder Serifen schon irgendwie, aber ich sehe es recht selten, dass man Kontraste, also Schriften mit hohen Stärkenkontrasten, wie das zum Beispiel, trotzdem geometrisch aufbauen. Das finde ich immer ganz, ganz spaßig, das zu machen. Hier ist mal ein Beispiel, wenn man das, ich glaube, es ist ähnlich, wie ich das bei dem 30 Days B gemacht habe. Dass man halt schon eine Dynamik reinbringt, nur durch das, dass man die Kontraste irgendwie verändert. Ja. Ja. Da hat man schon eigentlich ein ganz cooles B. Recht schnell konstruiert auch. Und du kannst ja trotzdem dieses dieses Gitter sozusagen noch dabei haben und dadurch wirkt das Ganze halt wieder sehr, um das Wort zu strapazieren, aufgeräumt und sehr sauber, wenn man es vielleicht so nennen möchte. Genau, das ist ja ich sehe große Vorteil von. Alles oder fast alles, ich habe da eine Ausnahme gesehen, ist ja jetzt farbunabhängig. Ist das so eine Sache, die für dich wichtig ist, dass sozusagen das immer nur in einer Farbe ist, die natürlich dann entsprechend je nach Anwendung ausgetauscht werden könnte? Oder hast du auch Logos, wo Farben wichtig sind, um Kontraste zu setzen? Also prinzipiell fange ich Logos immer schwarz-weiß an. Und ich finde, also es ist halt, muss man nicht machen, aber für mich ist das so ein Grundsatz, dass
Logo schwarz-weiß funktionieren muss. Und es muss halt in einer Form funktionieren, finde ich. Und deshalb lege ich es immer erst schwarz-weiß an und versuche danach zu gucken, ob es Sinn macht, Farben oder Verläufe zu verwenden oder nicht. Oder ob ich die vielleicht später mit reinbringe in einem anderen Setting als nur dem Logo. Aber meistens, also ich fange mit Design ist meistens nur schwarz-weiß. Das lasse ich meistens so. Finde ich auch einfacher zu denken und aufzubauen. Also von wegen, wenn es in schwarz-weiß nicht funktioniert, dann kannst du die Farbe auch nicht retten. Ja, genau. Also ich finde es halt so einfache Formen, die dann sieht man halt irgendwie oft so eine einfache Form, die man schon mal, oder so ein recht generisches Logo, das dann nur einen bunten Verlauf hat, ist dann irgendwie recht beliebig. Und da würde halt, wenn ich das so designen würde, würde es halt schwarz-weiß wahrscheinlich gar nicht erst funktionieren, dann würde ich nicht damit weitermachen. Und so vermeide ich halt sowas. Ja. Und du hast den Vorteil, du kannst ja theoretischerweise das in jeder Farbe dann später machen, dieses Logo. Wenn dann die Kunden wollen, dass es halt ein weißes Logo auf schwarzem Hintergrund ist, dann wird es wahrscheinlich genauso funktionieren. Genau. Hier noch ein kleiner Einblick, also weil du vorhin schon überrascht warst. Das ist so das Artboard für mein Logo-Design, für mein persönliches Logo. Ach, das ist alles nur das eine Logo? Das ist dieses eine Konzept quasi nur. Ja, ist ja übersichtlich. Also, das war das, was ich, ich glaube, vor 2 Jahren oder 1 Jahr benutzt habe. Also das Konzept ist quasi dasselbe geblieben, nur die Form ist anders. Mhm. Und ich glaube wirklich, ich weiß nicht, wie alt dieses File schon ist, aber ich bin da so oft wieder reingegangen und habe dann Sachen geändert. Also gerade so auf der linken oberen Seite ist ja die Unterschiede zwischen den Logos teilweise verschwinden, zumindest auf der Größe ist das nicht schwer zu beurteilen, aber Ja, genau, also wirklich dann so, also ganz oft iteriert, so was für ein Verhältnis von den Formen nehme ich jetzt. Also hier habe ich, das Finale ist, glaube ich, zum Beispiel, das zeige ich gleich, ich habe mal ein File vorbereitet. Wo ich hier habe ich nochmal kurze Übersicht über so ein paar Typografien von mir. Also ein Kunde von mir, der hieß Hearts, also Englisch Herzen. Okay. Das bietet sich natürlich super an für sowas, weil gerade wenn ich eine Wortmarke habe, also der erste Schritt, wenn ich zum Beispiel ein Logo-Design habe, das erste Mal, ich sammle irgendwie Symbole, ich sammle die Wortmarke und sammle irgendwie Inspirationen, die mich auf neue Ideen bringen könnte. Und hier ist es recht begrenzt, sage ich mal, aber es ist trotzdem was, mit dem man arbeiten kann. Also die Wortmarke Hearts und das Herz oder Herzen. Klar. Und da habe ich hier einfach mal ein paar Varianten, wie ich damit umgespielt habe. Hier war zuerst, also ich habe irgendwie, genau hier habe ich es nochmal erläutert, fange ich halt erst an mit dem Herz. Ich habe ein Herz, okay. Und wir drehen mal die Zeichenfläche. Das ist auch ganz, ganz nützlich, wenn man so mit Gittern arbeiten will, die einfach nochmal gedreht sind. Neu dazugekommen, Zeichenfläche drehen, hurra. Jetzt updaten. Genau, sehr nützlich. erstes Herzdesign sehr geometrisch reduziert und dann habe ich aber nochmal das rumgedreht und versucht, das irgendwie spannender oder visuell spannender zu machen. Hier so eine Pixelform erst entwickelt und dann so in Richtung Steampunk fast schon. Wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so rüberkommt. Und bin dann auch hier rausgekommen. Es wurde ein Konzept mit der Schrift, die ich gerade gezeigt habe. Hier zum Beispiel habe ich überlegt, quasi zwei Herzen übereinander gelegt und da hat sich diese S-Form ergeben. Und aus diesem Symbol heraus habe ich dann überlegt, eine Schrift rauszumachen. Das war auch sehr konstruiert, sehr Bauhaus-mäßig. Aber ich fand es ganz cool, mal auszuprobieren. Das ist ein sehr cooles Logo. Der wäre sofort dabei. Genau, und dann habe ich wirklich nur aus diesem krüppeligen S irgendwie dann eine Schrift gestaltet. Und das macht dann auch Spaß, wenn man so irgendwie wenig hat und dann irgendwas draus machen muss. Ja, und die Konzepte sind ja auch, also wie sag mal, die sind ja komplett unterschiedlich. Das ist ja nicht so, dass du jetzt ein Thema hast, sondern das eine war jetzt ja eher so fashion metal-mäßig das andere, ja. Und mal kurz, um auf die Frage oder das Thema von gerade eben zurückzukommen, hier im Chat, das war mal eine Mustregel, was auch immer, schwarz-weiß und Briefmarken groß muss das Logo sein, ja. Und Sam sagt, auf die Farbe kann man sich später 100% verlassen. Lichtbedingung, Farbenblindheit, Witterung, Abnutzung und so weiter.
Daher wäre es gut, wenn die Form das Logo trägt. Das Problem fängt ja beim Stempel an. Ja, gehe ich mit. Also klar, im digitalen Bereich sieht man das immer öfter, dass so Logos eher weniger klassisch mit Design sind. Aber ich bin nach wie vor ein Fan davon, dass irgendwie klare Linie, klare Form zu geben. Und hier ist auch, hier wollte ich noch kurz erklären, also die Idee hierfür ist mir zum Beispiel gekommen, dass ich habe mir angeguckt, hier zum Beispiel Ideenfindung, gucke ich mir, also es ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber mache ich quasi eine Recherche, so was für Formen gibt es schon, für zum Beispiel Buchstaben A. Und zufällig ist mir hier aufgefallen, dass bei dem Wort Hearts, wenn man das kleine A hat, ergibt sich hier sehr schön, also es ist halt so ein es ist, ergibt sich irgendwie so eine Kurve, so eine Beugung oder so ein, was in den Bauch von dem A. Und mit so einer Aussparung ergibt sich so eine Art Herz. Und aus diesem A habe ich dann auch einfach weitergespielt, gespiegelt, also gedreht, hat man schon das E. Gibt ein visuelles, gibt ein schön einheitliches Bild, wenn man sowas macht. Und wenn man aus einem Buchstaben einer Form eine Schrift baut, ist immer ganz, ganz praktisch, einfach Sachen wiederzuverwenden, weil es so ein einheitliches Bild gibt, wie ich es mit der Aussparung gemacht habe. Also klar, das E ist zum Beispiel nur dieselbe Form gedreht. Beim H gibt es dann dieselbe Aussparung. Hier nochmal die Ligatur beim R und beim T. Und das S ist dann auch eine schön kompakte Wortmarke, die auch die Symbolik, also Herzen, dann wieder drin hat. Was ich ein ganz, ganz cooles Logo fand. Und hier, was ich noch als kleinen Trick mitgeben könnte, was ich oft mache, wenn ich sowas habe, also wenn ich zwar eine Schrift habe, die sehr einheitlich, also keine großen dicken Unterschiede hat, weil sie gleich stark in horizontaler und vertikaler Form ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache einfach mal ein kleines H. Oder überleg mal, ja, mach mal. Nee, ich überleg mal, wir machen mal ein D, ist ganz gut. Passt gerade nicht zum Wort, aber. Oh ja, das Prinzip ist ja wichtig. Was ich dann oft mache, die Konturen verwenden. Also ich nehme jetzt das als Grundform. Ist ein bisschen wie das D. Und dann verwende ich die Kontur, um mit den Kontrasten zu spielen. Jetzt habe ich eine einfache Form, die einen Kontrast hat, trotzdem geometrisch aufgebaut hat. Er ist. Wenn ich damit jetzt was verändern will, dann kann ich einfach, auch wenn ich eine ganze Wortmarke habe, kann ich hier zum Beispiel mal zeigen. Ich glaube, es ist noch dran. Genau, die Outline ist noch dran. Also wenn ich die mal wegnehme, dann sieht es so aus. So habe ich es auch konstruiert. Da kommt also, ja dann man das sieht auch wieder, ich hab, Grid durch. Das. Genau, ich habe alles auf diesen Achterraster aufgebaut, die dicken jeweils. Und hier quasi keine Dicke gelassen. Die ergibt sich dann durch die Kontur. Und so lässt sich halt recht einfach so ein kleines Finish geben, in dem Sinne. Dass die Schrift dann irgendwie fertiger wirkt als. Und trotzdem dass man im Nachhinein trotzdem noch viel verändern kann. Und nochmal ein paar Varianten machen kann. Es ist besser, wenn ich sehr starke Kontraste habe und wenn alles irgendwie ein bisschen dicker ist. Genau, hier ist noch ein anderes Logotype für ein Fitnessstudio. Ist auch sehr, auch Richtung Steampunk vielleicht ein bisschen. Ich habe viel mit diesen Aussprachen gespielt in letzter Zeit. Also auch sehr, sehr abstrakt auf jeden Fall, eher weniger lesbar. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht, die Schrift dazu zu entwickeln. Und die nochmal in so eine Form zu passen. Und hier sieht man auch gut, hier sieht man diese geometrischen Formen, wie ich es aufgebaut habe. Und hier auch das, also ist wieder dieser Kontrast drin. Also hier ist die Dicke, glaube ich, 8 und hier 2. Das ist ein ganz, ganz gutes Verhältnis, weil man dann auch viel auch ein bisschen optischen Vergleich, optischen Ausgleich schaffen kann mit dem einen, der einen Einheit. Das wollte ich auch noch sagen. Bei Schrift ist ja gerade so, gerade wenn man so Rundungen und zum Beispiel beim O, wer sich ein bisschen mit Typografie auskennt, der weiß, dass man dann
einen optischen Ausgleich brauche. Also wenn ich jetzt keine Buchstaben, aber Buchstabe Nummer 1, wenn ich jetzt Buchstabe Nummer 2 quasi ein O ist, zum Beispiel. Man kennt es ja, das ist das Kleine, aber das, ich baue es wirklich dann geometrisch auf. Also ich baue das O dann so auf und meistens ist es bei mir der letzte Schritt, dass ich dann quasi das nochmal ein kleines Stück größer mache, dass der Ausgleich da ist. Das wurde ich auch schon letztes Mal gefragt, ob ich den optischen Ausgleich quasi mache, wenn ich geometrisch Logos aufbaue. Mhm. Und das mache ich dann quasi im letzten Schritt, so dass ich nicht viel an dem Grid verändern muss. Genau, hier sieht man noch ein paar Big oder BIG Konzepte. Die auch, hat man vorhin wahrscheinlich schon gesehen, alle sehr geometrisch aufgebaut hat und sind auch klassisch diese 45 Grad Winkel, die ich gerne benutze. Und dann einfach nur mit Aussparung, wo ich anfange, einfach nur Flächen drauflege. Das ist immer gut zum Ausprobieren, zum Rumspielen. Mhm. Man verändert die Form noch nicht, aber man kann schon mal gucken, wie es aussieht, wenn jetzt da was fehlt. Hier noch ein paar andere Schriften. Und ist es eigentlich dann bei den ganzen Logos, wo du gerade gezeigt hast, bei den Hearts Logos zum Beispiel, ist es dann eins von denen auch geworden? Das ist noch Work in Progress. Ach so, okay, gut, dann alles klar. Aber das sind die Konzepte, die ich gezeigt habe, die sind es nicht geworden. Ah, ärgerlich. Also vielleicht, doch, ich glaube, das war gerade so, es geht wahrscheinlich in die Richtung hier. Naja. Mal schauen, was dann rauskommt. Aber da sitze ich gerade noch dran. Wir bleiben gespannt. Und ich sehe im Chat hier auch gerade mal eine Nachricht von Jens. Fantastische Schriftdesigns. Ich bin begeistert. Nur, warum der falsche Apostroph? Der falsche Apostroph wo? Weil nicht ganz, keine Ahnung. Na gut. Jens, sag doch mal genau, welches du meinst. Dann können wir ja vielleicht die Frage beantworten. Vielleicht, weil der I-Punkt so ein bisschen angeschrägt ist, könnte vielleicht das Ganze sein. Ja. Sagte mal eben. Okay, so. Wo waren wir jetzt? Hier bei dem. Hier, das wollte ich ein Beispiel zeigen. Auch eher und, also man wird es vielleicht gar nicht verwunden, wenn man es so sehen würde, dass man jetzt, dass es auch Grid-basiert ist. Mhm. Weil hier habe ich mal versucht, so diese Script-Schrift zu imitieren, also diese Schreibschrift. Und das habe ich quasi mit diesen Einkerbungen gemacht. Das ist quasi wie eine Linie geht, aussieht, die man durchzieht, wie man es aus der Handschrift kennt, aber trotzdem alles konstruiert. Also ist irgendwie eine sehr, sehr charakteristische Schrift geworden. Das war für eine Aktivkohle-Filtermarke, glaube ich. Auch mal Work in Progress. Und hier nochmal eine ganz andere Variante, also auch ähnlich diesen Rundungen, genau. Das quasi erinnert so stark an Rounded-Typo. Aber diesen Aussparungen, ähnlich wie bei dem Hearts-Konzept. Aber die meisten sind verworfene Konzepte. Und klar, man verwendet immer gerne Sachen wieder, die man irgendwo nicht verwendet hat und versucht dann zu sehen, ob das irgendwo anders Sinn macht. Und hier wollte ich einfach nur kurz erklären, wie ich so an ein paar Sachen rangegangen bin. Zum Beispiel das A, das ist auch eher untypisch für so ein grid-basiertes Logo. Also dass man wirklich Da habe ich wirklich, glaube ich, einfach so drauf losdesignt. Auch quasi erst das A nachkonstruiert, so grob, wie es geht. Mhm. Und aus den zwei Formen. Zack, Adobe-Logo. Zack, hat man ja schon Rechner dran. Und das Schöne ist dann immer, dass man diese, wenn man die Kanten alle gut klar gesetzt hat und keine doppelten Punkte hat irgendwie aus Versehen, kann man schön einfach diese Rundung ziehen. Und das kann einerseits, wenn man es überall macht, kann das noch so ein schönes, so einen schönen Endeffekt geben. Das sieht dann irgendwie ein bisschen fertiger aus, finde ich. Dann so ein kleines bisschen alle Kanten geblurrt sind oder gerundet. Aber man kann natürlich auch hier Akzente setzen und gerade hier durch die Kontraste, also einmal die Rundung und die spitzen Ecken, kommt das ganz, ganz schön dynamisch. Das könnte man nach hier zum Beispiel kleine Kurve mitgeben, sieht noch ein bisschen dynamischer aus. Gerade mal wegen der Frage zum Thema Apostroph, das war wohl schon ein paar Minuten her, der Apostroph von dir hängt verkehrt rum, ist kein Hochkomma. Okay. Ah, okay.
Ich muss mal nachgucken. Ich weiß nicht genau, wo er das meint, aber. Ich glaube, das ist wohl auch nicht ganz so wichtig. Ja, scheint irgendwas verkehrt rumzuhängen irgendwo. Ja. Und Dirk sagt noch, tolle Umsetzung, aber halt schwer lesbar. Für was werden die Typos eingesetzt? Na, das sind ja keine Schriftarten. Du würdest ja keinen Fließtext umsetzen. Ja. Insofern ist das wahrscheinlich ganz schlimm. Nee, auf keinen Fall. Aber diese Typos sind dann halt nur für dieses Logo gedacht. Genau, also teilweise, was man jetzt gesehen hat, sind auf jeden Fall sehr abstrakte. Ich wollte einfach, weil es einfach so mein Stil ist und ich wollte einfach zeigen, was ich gern mache. Klar habe ich auch viele Sachen oder viele Konzepte, die dann weniger abstrakt sind, besser lesbar. Aber ich finde es immer spannend, das mit reinzubringen, ein bisschen experimenteller dran zu gehen. Kommt natürlich sehr auf den Kunden an, wenn man jetzt für Kunden arbeitet. Ja. Ob die ob es überhaupt Sinn macht für die Marke. Für viele macht es keinen Sinn, natürlich ein unlesbares Logo zu machen, aber man kann auch mit Logo-Varianten spielen. Ja, vielleicht entsteht ja durch solche Experimentier-Sessions auch dann eine neue Idee, die dann wieder funktioniert. Zum Beispiel. Und hauptsächlich, also es ist natürlich Schriftdesign, was ich hier irgendwie mache, aber bei Monogramm funktioniert es, finde ich, am besten nach wie vor, weil es einfach, das ist eine begrenzte Anzahl von Buchstaben, die kann man sich dann irgendwie erdenken, auch wenn man es jetzt nicht wirklich lesen muss. Und ja, es sollte trotzdem irgendwie ein bisschen Charakter haben, deshalb bin ich da kein Fan davon, immer nur die Standardschriften, die man kennt, zu verwenden. Und gerne mal. Wir nehmen die Helvetica, färben die um, zack, fertig, Logo. Ja, ich meine, ich verwende die auch sehr oft tatsächlich, aber ich als Ausgangspunkt, also wenn ich an Logo-Design rangehe, ich habe hier unten auch noch mal kurz nachgebastelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Typo Big schreibe oder BIG, dann konstruiere ich die wirklich ganz geometrisch nach. Dann, keine Ahnung, versuche ich die grobe Form so ein bisschen zu geben, mit den Rundungen, dass die Buchstaben klar erkennbar sind. Und dann gehe ich in die andere Richtung und versuche es wieder nicht kaputt zu machen, aber damit zu spielen mit dem mit Aussparungen, nehme Sachen weg, vielleicht setze irgendwo einen Glitch rein oder versuche ein Symbol einzubinden. Und zum Beispiel hier klappt es auch mit diesen Rundungen noch sehr recht gut, wie vorhin schon gesehen. Und das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz coole Wortmarke geworden, in dem Sinne. An dieser Stelle schamlose Eigenwerbung, denn nicht jede Schrift erlaubt einem lizenztechnisch, die zu bearbeiten und ein Logo draus zu machen. Bei Adobe Fonts aber zum Beispiel müsste das bei allen möglich sein. Das heißt, ihr dürftet alle Schriften für ein Logo verwenden und das auch bearbeiten, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, das nutze ich auch immer wieder gern. Und natürlich ist Adobe Fonts kostenlos in eurem Creative Cloud Plan mit dabei. Erinnerung. Und hier, Ruth sagt eben noch, habt ihr auch immer schon das Favicon im Hinterkopf beim Logo-Design? Das ist manchmal eine Herausforderung, das Logo in einen kleinen Kreis zu bekommen. Das ist ja bei Webseiten oben immer dieses ganz winzige kleine Logo, gerade mal ein paar Pixel groß. Ist das dann mit bei dir im Prozess mit schon berücksichtigt, dass das Logo auch super duper klein sein muss? Also schon irgendwie. Ich versuche meistens, also je nachdem, was dann am Ende rauskommt, ob es jetzt eine Wortmarke ist oder nur ein Symbol oder ein Monogramm. Natürlich, Monogramm eignet sich immer gut, weil es kompakter ist. Aber ich versuche schon, wenn ich was design, gerade Symbole, versuche ich schon kompakt zu arbeiten. Das ist halt, keine Ahnung, keine mega lange oder hohe Form ist, sondern irgendwie eine schon annähernd quadratisch oder kreisförmig, dass es irgendwie einfach kompakt wirkt, weil damit lässt sich später im Nachhinein mehr machen. Und das Favicon ist dann meistens nicht der größte Schritt, wenn man so rangeht. Ja, okay, ja klar. Aber es muss halt auch irgendwie dann am Ende, sollte berücksichtigt werden. Wenn der Kunde das Logo lesen lernt, dann vergisst er es auch nicht mehr. Hauptsache, es wird wahrgenommen. Ja, ja. Und hier, wir haben das Rätsel gelöst um das Apostroph. Jens sagt, der Text mit dem Apostroph war Before It's Gone. Das bei It's, ich vermute mal. Before It's Gone. Gone. Ah, okay. Ah, okay. Wir haben das Rätsel gelöst. Das ist mein Fehler. Aber wie gesagt, es war eine künstlerische Freiheit. Genau, ja, nennen wir es einfach so. Ja,
klar. Ich fange jetzt hier einfach mal ein bisschen an Ruhm zu, also so wie ich quasi auch an sowas angehen würde. Das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt an Inspiration, sag ich mal. Mhm. Wenn ich jetzt zum Buchstaben A rangehe, könnte auch ein Logo sein. Mhm. Gucke ich mir erstmal an, keine Ahnung, was für Formen habe ich jetzt, wenn ich jetzt vielleicht nur, das ist ein gutes Beispiel, weil ich habe nur das A, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, und versuche da jetzt irgendwas draus zu machen, weil oft, also ich habe oft das Problem gehabt bei Kunden, dass ich gefragt habe, ist da eine Story hinter dem Namen? Gibt es irgendwie was eine Geschichte hinter dem Unternehmen, was du erzählen möchtest? Irgendeine Story, weißt du? Mhm. Und ich habe es oft erlebt, dass die gesagt haben, nö, der Name ist einfach das und das war's. Und dann muss man kreativ werden. Bei Familiennamen bestimmt schwierig, weil da ist ja nicht unbedingt ein Hintergrund dahinter, dass die heißen halt so. Genau, und dann ist es halt manchmal nützlich, wenn man aus wenig viel machen kann. Und zum Beispiel hier aus dem Buchstaben sieht man schon, also es ist nur der Buchstabe, aber man kann viel draus machen. Man hat einerseits die Grundform, das große, das kleine A und auch das geometrische A und dann natürlich tausende Schriftarten in verschiedenen Formen und was weiß ich. Aber zum Beispiel Frakturschrift ist eine Sache, die kann man berücksichtigen, wenn es irgendwie passt oder Elemente davon einfach nur benutzen. Sachen kombinieren, zum Beispiel wie in meinem Logo habe ich auch so, ist irgendwie frakturmäßig, aber das trotzdem nicht ganz Fraktur, also ich irgendwie so eine Mischung und da finde ich immer spannender, als wenn das so eine klare Schriftart ist, die man schon kennt. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich sehe da schon gewisse Einflüsse in der Inspiration von dir. Das eine A, was sehr rund und geometrisch ist, das andere, was so eine kleine Aussparung hat, ne? Da sieht man schon, dass du da Inspiration dir herholst. Ja, ja. Also das ist ja auch, es ist ja, ich bin halt, ich mache das halt so, wie ich es gerade irgendwie gut finde. Und das irgendwie hat sich daraus. Das war jetzt kein, alles gut. Kein Anklagen oder irgendwas, sondern klar, logischerweise, irgendwo muss es ja herkommen. Aber wenn man das eine Weile macht, dann kristallisiert sich irgendwie selber so ein Stil raus, auch wenn man es gar nicht möchte. Und ja, man muss halt trotzdem irgendwie versuchen, ambivalent zu bleiben und gerade für Kundenprojekte dann halt auch verschiedene, also wirklich verschiedene Varianten zu präsentieren, die sehr verschieden sind und trotzdem irgendwie ausdrücken, was man, was man sagen möchte mit dem Logo. Fraktur neu definieren. Super. Zum Beispiel, ja. Interessant. Kurzes Zeitupdate. Wir haben jetzt noch ungefähr 8 Minuten. Ah, okay. Das heißt, wir können, also wenn du möchtest, können wir jetzt in Ruhe hier noch ein bisschen, kannst du ein bisschen weiter probieren. Ich denke mal, das ist auch mal interessant, so zu sehen, wie du an die Sachen herangehst. Das heißt, mach da ruhig weiter. Wir gucken da gerne zu. Und in der Zwischenzeit, falls ihr im Chat da noch Fragen habt, dann immer raus damit. Jetzt ist die Gelegenheit, weil so schnell sehen wir dich vielleicht nicht wieder, also nächste Woche sehen wir dich nicht nochmal. Aber wenn natürlich, wenn ihr im Chat gerne noch mehr sehen wollt und Martin Lust hat, dann können wir ihn natürlich fragen, ob er nochmal zurückkommt. Also lasst es uns wissen. Wollt ihr mehr davon sehen? Wollt ihr vielleicht andere Dinge sehen? Sagt es uns. Oder habt ihr Fragen? Noch sind wir hier. Und Sam sagt, nein, 8. Ja, die Stunde ging schnell rum. Das stimmt. Das kann ich. Haben eine Menge gesehen heute. Und einen guten Einblick in deine Arbeit bekommen. Und gerade mal so zu sehen, wie du die ganzen Sachen hin und her schiebst, das ist mir sehr schön, dann fügt sich das Ganze. Oder hier ein bisschen Kontrast, ja, sehr schön. Aha. Ja, es sind meistens wirklich ganz, ganz einfache Sachen und durch wenige Bewegungen findet man dann, stößt man irgendwie auf Formen, die man sich gar nicht, und die, zum Beispiel ich stoße dann immer auf Formen, also ich benutze das Grid auch meistens auch so ein bisschen als Hilfe, weil ich kann zum Beispiel nicht zeichnen, ich kann so Worte und so einen Buchstaben nach gerade so zeichnen oder Ideen irgendwie noch formulieren, aber ich kann wirklich nicht gut zeichnen und deshalb bin ich so ein bisschen geflüchtet fast schon ins Digitale, wo man mit wenigen Klicks immer Ansichtssachen viel machen kann. Können. Ja, nee, ich hab da auch keinen Workflow drin und das ist dann, das muss man auch trainieren und das habe ich irgendwie vernachlässigt. Dann muss ich natürlich jetzt mal die klassische Frage noch stellen, hast du schon mal
ich weiß, das ist, diese Frage stelle ich sehr oft. Hast du schon mal daran gedacht, so ein Logo auch zu animieren? Ich kann mir das habe ich auch schon ab und zu gemacht. Mittlerweile weniger. Ich habe, glaube ich, ein paar sogar online, Behance, in meinem Logofolio. Aber das mache ich, ich habe es ab und zu mal für Projekte, also für Klientenprojekte gemacht. Aber ich glaube, ich habe kaum welche online, ja. Tatsächlich, aber ich mache es ab und zu mal, ja. Naja, ich kann mir vorstellen, gerade mit den Grid-basierten kann man da sicherlich sehr interessante Animationen noch rausholen, die das Ganze dann noch lebendiger machen. Und hier im Chat noch eine Frage. Erstellt Martin auch komplette Schriften oder eher Schriftlogos? Also jetzt mal abgesehen davon, denke ich mal, von der 36 Days of Type, das könnte man natürlich als Schriftart werten, aber ich denke mal, gemeint ist hier eher wirklich mit Kerning und allem drum und dran und bla bla. Hast du sowas schon mal gemacht oder willst du sowas mal machen? Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie eine Schrift gemacht. Also ich habe schon Schriften, also es ist immer eine Wortmarke rausgekommen irgendwie. Ja. Aber ich habe noch nie einen Font gestaltet in dem Sinne. Also der, ich meine, der Schritt ist jetzt nicht der größte, wenn man einmal den Adobe-File schon hat. Ja, würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil eine Schrift ist natürlich mehr als nur die Buchstaben aneinander zu reihen. Da musst du ja auch aufpassen auf Kerning, Abstand, dass die auch aneinander stimmig sind, dass es halt nicht zu viel Gewicht auf einem Buchstaben hat. Also das Ganze mal eben in eine Datei zu schmeißen, würde ich jetzt mal sagen, wird nicht funktionieren. Aber wäre das mal so eine Sache, die du mal ausprobieren würdest? Also einerseits sind ja, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Schrift hat, sind die recht konstruiert, das kann man gut, also gerade so Kerning braucht man nicht viel beachten, weil man immer denselben Abstand hat, wenn es eine blockhafte Schrift ist. Das meine ich jetzt nur mit ist einfacher als eine wirkliche Textschrift, wo man da wirklich die Abstände einzeln. Aber ich glaube, das werde ich nächste Zeit mal angehen, wenn ich Zeit und Lust habe, dass ich mal einfach mal eine Schrift mache. Und dann, pass auf, dann kommt der Megatrick. Ja, du nimmst die ganzen Varianten, die du hattest, und nimmst die als verschiedene Glyphen für die Buchstaben. Und dann kannst du dir das auswählen. Dann hast du, zack, der Martin Naumann Logo Generator. Und du bist arbeitslos. Nein, ja. Ja, man, ich überlege mal. Ja, wäre vielleicht mal eine interessante Sache. Könnte sich sicherlich anbieten. Und hier Thomas sagt gerade, konnte leider wieder nur zuhören. Wünsche alle ein schönes Wochenende. Ja, es ist gleich vorbei. Ja, ich weiß. Ja. Ruth sagt, Schriftart erstellen ist ja mehr so ein Lebenswerk. Ja. Hat schon Grund, dass die meisten Schriften wahnsinnig teuer sind, wenn man die haben möchte. Ja, es gibt auch einen Grund, dass es eine wirklich krasse Ausbildung, sag ich mal, ist. Ja. Type Designer. Da ist schon noch mehr dahinter als das, was ich jetzt mit meinen geometrischen Rastern hier rumbastel. Aber das sind ja auch ganz andere Ansprüche. Hier würde man ja jetzt nicht sagen, dass es eine, ich nenne es mal, neutrale Schriftart sein oder die im Hintergrund steht. Hier ist ja diese verschiedenen Formen ja doch schon eindeutig zentrales Element. Also ich würde das kein Buch in der Schrift setzen. Ja, auf keinen Fall, nee. Dafür also ich, nur mal vorhin kam ja die Frage zur Verwendung und meistens sind das wirklich Logos, klar, aber ich habe es ab und zu auch gemacht, dass ich für zum Beispiel CD-Cover oder also als Titelschrift für verschiedene Sachen das benutzen kann. Das ist natürlich auch eine Option, so dass man so einen spezifischeren Zweck dafür hat. Ja, und hier Thomas sagt, auch für die DIN verlangt man mehrere tausend Euro, ja. Ich weiß gar nicht, ist die DIN eigentlich bei Adobe Fonts dabei? Ich glaube nicht. Oh, mal gucken. DIN. Echt eine Variante, glaube ich, sogar. Es gibt eine DIN, die ist DIN 2014, eine DIN Condensed, URW DIN, was auch immer das ist. Und der DIN nur sauer. Okay. Es gibt anscheinend welche, aber weiß nicht, ob das die richtige ist. Kannst du mir mal sagen, lieber Thomas. Und DIN Pro ist auch dabei. Sehr interessant. So, aber gut, genug davon. Vielleicht am Ende, wa?
Naja, wir sind quasi schon durch. Das heißt, die letzten Feinschliffe in den paar Sekunden an Logo-Design wäre jetzt die Chance dafür. Und ansonsten können wir langsam, aber sicher, dann das zum Ende kommen. Ein paar Minuten haben wir ja noch, wenn du jetzt noch das Ganze zu Ende machen willst. Das ist ja nicht schlimm. Ja, zu Ende. Ich bastel noch ein bisschen rum. Ja gut, ich wollte sagen, zu Ende ist jetzt sowieso ein bisschen viel verlangt. Das kann ich jetzt noch stundenlang machen. Ja. Ja, alles klar. So, wir streichen sämtliche anderen Streams. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 3 Stunden. Wir streamen einfach weiter. Nein. Und Sam sagt, super Tempo in deiner Arbeit. Ja, ach, sehr gut. Das freut mich. Ja, dann sind wir quasi auch am Ende für heute. Mit dem Stream, nicht geistig. Ich bin am Ende. Nein. Auf meiner Seite war es sehr schön, einen Blick in die Arbeiten zu werfen und zu sehen, wie du an die Sachen so herangehst. Ich gehe mal wieder auf die große Kamera, warte. Nicht erschrecken, wir sind's. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank an dich natürlich. Und, das darf ich nicht vergessen. Es ist natürlich nicht der letzte Stream heute. Also auf Deutsch leider schon, aber nicht auf allen anderen Sprachen. Wir haben nachher noch einen in den UK und natürlich heute Abend wieder auf Englisch. Die Masterclasses ab 17 Uhr, glaube ich. Ja. Und nächste Woche haben wir wieder die nächsten deutschen Streams. Das heißt, am Montag begrüßen wir den Marc Böttler und da geht es um Animation in Photoshop. Das wird auch sehr interessant, weil wer kommt denn auf die Idee, in Photoshop zu animieren? Wenn ihr das auch wissen wollt, wie das geht, dann auf jeden Fall am Montag dabei sein. Und damit, am Mittwoch und Freitag kommt natürlich auch noch ein Stream, mehr dazu am Montag. Und damit sind wir für heute durch. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und im Chat sehe ich auch hier, danke, war sehr interessant. Liebe Grüße und bis Montag. Herzlichen Dank, war klasse. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke, Martin und Tim. Super schönes Wochenende. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende allen. Sehr inspirierend, super Einblick in deine Arbeit. Das habe ich noch vorgelesen. Klatsch-Emoji von Kathleen. Vielen Dank. Und das war's für heute. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Martin, ein paar letzte Worte noch von dir, bevor wir uns offline schalten. Nochmal herzlichen Dank an alle, die zugeguckt haben. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und schönes Wochenende allen. Alles klar. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Mm-hmm.